Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich euch gerne Dennis aka Dschungelzilla Terrarium vorstellen. Vor kurzem trat er mit mir in Kontakt und wollte mir sein Repaint des Schleich Baryonyx zeigen. Ein Bild davon schickte er mir über Instagram und kurze Zeit später dann auch noch ein Video vom finalen Repaint. Die Bilder und das Video dazu seht ihr bereits nebenher laufen. Als ich auf sein Insta-Profil schaute, staunte ich nicht schlecht, was ich da sah. Ich fühlte mich irgendwie, ja, plötzlich wieder zurückversetzt in die 70er und frühen 80er Jahre, denn da gab es mal den Trend, kleine Miniaturlandschaften mit Erde, Steinen, Wurzeln und Sand in ein Glasgefäß zu füllen und zu bepflanzen. Meist waren das große, runde Glasbehälter oder alte Einmach- und Bonbongläser. Dennis hat dieses wunderbare Hobby auch für sich entdeckt, richtet ebenfalls Glasbehältnisse in allen möglichen Formen und Größen ein, aber, und das begeistert mich umso mehr, er stellt in die Miniaturlandschaften zudem noch Dinosaurier und Reptilien. Und das sieht natürlich umso fantastischer aus. Viele machen sich solche Dioramen aus Kunststoffpflanzen, Dennis hingegen bevorzugt echte Pflanzen, die wachsen und gedeihen. Eine lebendige kleine Urzeitwelt, die um den Dinosaurier herum entsteht und wächst. Ich habe ihm dazu einige Fragen gestellt, welche er mir alle beantwortet hat und die ich hier in diesem Video vorlesen werde. Nebenbei seht ihr seine Arrangements mit Pflanzen und Figuren. In den Fragen und Antworten gehen wir auf vieles ein, was euch vermutlich auch beim Schauen der Bilder in den Sinn kommt. Na dann, wie immer ganz viel Spaß und vor allem Inspiration mit diesem Video. Dennis, erstmal Glückwunsch zu deinem schönen und kreativen Hobby. Hier mal einige Fragen dazu. Warum gerade Dioramen mit Pflanzen und Figuren? Pflanzen, weil jeder sie mag und sie einfach jeden Raum beleben. Figuren, weil sie gut dazu passen und all dem ein klein bisschen was Großes verleiht. Weißt du noch, wann und wie du dazu gekommen bist? Wann entstand dein erstes Werk? Mein erstes Werk entstand dieses Jahr Mitte Juli. Ich hatte noch mein altes Kugelglas, wo meine Goldfische gelebt haben, als ich noch ein Kind war, und ich war immer schon fasziniert von Dinosauriern, ihrer Größe und Stärke. Schade, dass sie ausgestorben sind. Eben das macht alles lebendiger und bringt ein bisschen Urzeit nach Hause. Ich bin auf diese Idee gekommen, weil ich schon immer als Kind einen Dinosaurier als Haustier haben wollte und sie es leider nicht mehr gibt. Was inspiriert dich zu deinen Schöpfungen? Die Behältnisse, die Pflanzen oder die Figuren? Oder anders gefragt, was steht am Anfang? Die Figur, die Pflanze oder das Behältnis? Am Anfang steht wie immer die Figur. Sie muss ihren Lebensraum bekommen und es soll dazu passen. Dann kommt das Behältnis und die Pflanzen zum Schluss, und ja, die Steine suche ich meist selbst in einem nahegelegenen Bach, genauso wie das Moos. Hast du eine Lieblingsfigur und oder favorisierten Hersteller deiner Modelle? Der Acrocanthosaurus und der Baryonyx von Papo. Aber der bekommt noch ein Repaint, weil die Bemalung echt schwach geworden ist und nicht sehr real wirkt. Mit welchen Pflanzen oder Materialien arbeitest du am liebsten? Mit Sukkulenten, Steinen, Kies, Moos und alten Wurzeln. Entstehen die Objekte eher schnell oder benötigst du mehrere Tage dazu? Wie lange sitzt du an einem Diorama im Durchschnitt? Es kommt darauf an. Es braucht von der Zeit her, es zu machen, nicht wirklich lange, circa eine halbe Stunde. Doch alles zu kaufen und dass auch alles zusammenpasst, und alles zu finden, das braucht halt schon ein paar Tage. Warum gerade Dinosaurier oder Reptilien? Ich möchte damit den Giganten, die in der damaligen Zeit geherrscht haben, meine Verehrung zeigen. Machst du auch andere Dioramen, wie zum Beispiel zu Meerestieren, Pferden, Rittern, Fantasyfiguren oder Schlümpfen, Mickey Mouse und Co.?
Geplant sind auch welche mit heutigen Säugetieren, mit Fabelwesen, Fantasy und so weiter, Drachen zum Beispiel und wenn der Platz da ist, auch Meereswesen. Thema Wassertiere. Richtest du auch Aquarien mit entsprechenden Tieren und Pflanzen ein, also auch mit Wasser? Zurzeit nicht, aber es ist in Planung. Nach welchen Gesichtspunkten wählst du deine Behältnisse aus? Die Gläser werden je nach Größe der Figur oder Dinosaurier entsprechend angepasst. Nicht zu groß und nicht zu klein, wenn mehrere hineinkommen, kann es auch geometrisch werden. Wie groß ist das größte Diorama und wie klein das kleinste? Das kleinste ist 10 cm mit einer kleinen Spinosaurierfigur, aber meine Freundin macht es noch einen Zacken kleiner. Und die größte, ja, das ist der Spinosaurus von Papo. Dann der Ceratosaurus mit seinem Terrarium und der Acrocanthosaurus. Alle drei sind im Durchmesser 30 cm. Welches ist deine liebste, deine favorisierte Arbeit bisher? Das ist der Acrocanthosaurus und das Postosuchus Terrarium. Richtest du die Behältnisse, die Landschaft nach den Figuren aus? Beispielsweise lebt der Spinosaurus eher in Sümpfen oder an Gewässern, andere Dinos hingegen eher in bewaldeten Gebieten. Spielt das für dich eine Rolle oder richtest du das Diorama rein optisch aus? Ich probiere, mich an die Verhältnisse von damals zu halten und es dementsprechend zu gestalten. Es braucht ein bisschen optisches Darstellungsvermögen, aber mit der Zeit wird es immer besser. Ich kenne einige Sammler, welche sich selbst Dioramen aus Sand, Kies, Pflanzen, Steinen und Hölzern bauen. Das auch in Aquarien oder Terrarien mit Beleuchtung etc. Dies sind jedoch Kunststoff- und Seidenpflanzen, da diese keine Pflege benötigen. Ich frage jetzt einfach mal aus der Sicht eines absoluten Laien. Wie kommt man darauf, hier für echte Pflanzen und Erde zu nehmen? Tja, man kommt auf echte Pflanzen, weil man es ja realistischer machen will und es soll noch anregen, dass man sich darum kümmert und nicht nur stehen lassen, nachdem man es gemacht hat. Die Liebe dazu soll bleiben. Vermoosen, veralten oder verkalken die Glasbehältnisse nicht im Laufe der Zeit und fangen an zu stinken? Nein, sie fangen nicht an zu stinken, im Gegenteil. Pflanzen halten die Luft rein, sie veralgen nicht, weil nur minimaler Wasseraufwand benötigt wird. Das Thema Kalk ist nur, wenn man nicht, wie ich, Regenwasser auffängt. Dann ist es sehr minimal und man kann es mit einem Mikrofasertuch abwischen. Wie hält man so etwas sauber? Hast du Tipps? Zum Sauberhalten eben Regenwasser nehmen und einen Pumpsprüher benutzen, um direkt die Pflanzen zu gießen und nicht das Behältnis nass zu machen. Sonst eben mit einer Terrarienpinzette und Papier abwischen. Am besten funktioniert es aber wie gesagt mit einem Mikrofasertuch, um alles sauber zu trocknen. Hast du keine Sorge, dass die Pflanzen, Moose oder die feuchte Erde mit der Zeit die Figuren angreifen? Ich denke da an den Kunststoff und die Bemalung. Nein, da habe ich keine Angst. Durch ein bisschen Wasserspritzer, was vom Gießen kommt, dürfte da nichts passieren. Was ist dir wichtiger, die Figuren oder die Pflanzen? Beides, Pflanzen und auch Figuren, sollen sich wohlfühlen. Machst du so etwas auch im Auftrag für andere? Kann man sich da an dich wenden? Was würde das in etwa kosten? Ich mache das auch für andere und es kommt beim Preis halt auf die Größe der Figuren und den Zeitaufwand an. Den genauen Preis dafür kann ich pauschal nicht sagen. Sammelst du allgemein Figuren oder verwendest du sie nur für deine Exponate? Ich sammle zurzeit nur Dinos, aber es sollen auch andere Figuren hinzukommen und es werden so ziemlich alle ein passendes Terrarium bekommen. Was hat dich dazu veranlasst, den Baryonyx von Schleich zu repainten? Und warum hast du gerade diese Farben gewählt? Mich hat die Neubemalung vom Schleich Baryonyx veranlasst, weil sie sehr einfach ist und nicht sehr naturgetreu wirkt. Es ist eben eine Top-Figur, nur die Originalbemalung ist halt mal öde. Die Farben kamen mir durch seinen Lebensraum in den Kopf, denn fischfressend und am Wasser lebend, da hat mir so eine Blau-Grau-Mischung mit den weißen Akzenten besser gefallen. So scheint mir das perfekt. Gibt es allgemein noch etwas, was du zu den verwendeten Figuren deiner Glasdioramen sagen möchtest?
Leider nichts Spektakuläres, aber es sind schöne und gut gestaltete einzigartige Kreaturen, jede einzelne für sich. Und damit kommen wir hier langsam zum Schluss unserer Reise durch die, ich nenne es mal, Miniatur-Dioramenwelt von Dennis. Besucht ihn doch gerne unter Dschungelzilla-Terrarium bei Insta, wo er immer mal wieder neue Bilder seiner Kreationen hochlädt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Dennis, für deine Bilder und vor allem die Antworten auf meine Fragen. Ich denke mal, dass diese Vorstellung einige inspiriert, vielleicht etwas Ähnliches zu kreieren und genauso viel Spaß an den so entstehenden Landschaften im oder hinter Glas zu haben. Hier seht ihr nebenher noch einige Gefäße ohne Figuren, ebenfalls von Dennis kreiert. Und mit diesen Bildern nochmal ein Dankeschön an Dennis, danke an alle Zuschauer. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay!